stockduster, Leute. Stockduster ist es. Aber hilft nichts, ich habe was vergessen im Gärtchen. Ich musste hier nochmal herkommen. Was geht da ab? Was geht da ab? Da brennt's. Feuerio? Ich glaub's ja gar nicht. Was geht da ab? Aber hallo! Mein Engel, mein Hexlein. Ja. Na hallihallo. Hallihallo. Was geht denn hier ab? Ja, was? Kommen Sie mal rein. Komm ich mal rein? Meine guten Stube. Ist das jetzt das neue Hexenhaus? Ja. Ja, Sabalot. Schön. Ist das schön? Eine Alina! Na, machen Sie mal Licht an hier. Boah, ganz schön verraucht hier. Ja, aber wenn das Feuerchen nochmal brennt, dann sollte das gehen. Und heute machen wir? Moment. Ja. Ich habe hier einen Kürbis gesehen. Ja, heute machen wir eine Kürbis-Cremesuppe. Oh, lecker. Ja. Im Kessel? Im Kesselchen. Über ein offenes Feuer? Ja. Boah, ist das geil. Ja. Im Rauch? Im Rauch. Boah, ich hätte doch einen Ventilator mitbringen sollen. Alles gut. Ja, mir kommen schon die Tränen. Leute. Oh. Naja, das werden wir jetzt heute auch durchstehen. Also offenes Feuer hierin. Naja, gut. Gucken wir mal, was unser Hexlein da alles hergerichtet hat. Ist ein Schornstein wäre oder was? Ja. 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 Aber es wird schon. Ein Kürbis? Ein Kürbis, der sieht ja schon gegrillt aus. Ja, haben wir schon gegrillt. Und das Gemüse ist auch schon geschnippelt. Ja. Machen wir einen Rückblick. Zack. So Leute, um unseren Kürbis hier fertig und gar zu kriegen, muss ich jetzt erstmal mein Machetenmesser suchen. Und ich hol gleich die Axt. Da haben wir's. Da haben wir's. Anders hinstellen, weil der kommt jetzt erst einmal auf den Grill, und dass er ein bisschen weicher wird. Spatzel darf jetzt noch das Kerngehäuse. Kerngehäuse aushöhlen. Genau, auslöffeln. Höhlen. Mit einem Löffel ausschaben. Ja, und danach. Ölen und salzen. Ah, okay. Und dann geht es auf den Grill. Genau. So. Jetzt kommt der Kürbis auf den Grill. Habe ich jetzt gesalzen und gepfeffert. Jetzt bleibt er erstmal für 30 Minuten auf dem Grill und dann verarbeiten wir ihn. In der Zwischenzeit schnippeln wir hier den, wie heißt er denn? Den Sellerie, genau, Sellerie, zwei Kartoffeln, eine große Zwiebeln, eine Apfelsine, eine Bio-Apfelsine und die zwei Möhren. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das klein geschnippelt habe.
Gemüse geschnippelt. Ja. Kartoffeln. Die Möhrchen. Ja. Zwiebeln. Ja. Und die Hälfte vom Sellerie. Gut. Und was noch? Tomatensaft. Orangensaft. Jo. Gut. Jo. Dann kann es ja zu Hause weitergehen. Richtig. Leute, dann jo, geht das Video einfach weiter. Und das war der Rückblick. Und wieder da. Ja. Boah, die hat Schrumpfköpfe. Boah. Und Augen. 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 Aha. Ja. Erzähl uns was. Ja, ich habe jetzt hier die Kartoffeln geschält und klein gewürfelt. Die Zwiebeln, Karotten, Sellerieknolle und den Kürbis habe ich Pfeffer und Salz drauf gemacht und dann ab auf den Grill gelegt. Okay. Und das Gemüse wird jetzt, wenn das Holz ein bisschen schön geworden ist. Ich glaube, ich lege nachher Kohlen drauf. Dann wird halt das Gemüse hier schön angebrutzelt im Kessel. Okay. Und ja. Dann hole ich jetzt Kohlen. Legt da ordentlich Kohlen mit drauf und dann befeuern wir, glaube ich, zwecks Rauch. Einfacher mit Kohlen heute. Boah. Also Leute, machen wir mal hier drin ein Licht an. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das Holz, was ja eigentlich abgelagert hätte sein sollen, so extrem raucht. Also das ist... Aber egal, ich habe noch gute Kokos oder Bambus-Briketts von MacBriquette und die kommen jetzt in Einsatz. Ganz einfach. Also ich habe jetzt den Anzündkamin gefüllt, einfach noch drüber gestellt, dass das Zeug ankokelt. Und ja, weil so, Leute, das kann man nicht aushalten. Da müsste jetzt wirklich da hinten in die Ecke Ventilator, der den Rauch rauspustet. Aber das normale Grillen funktioniert. Aber halt mit der Feuerschale nicht so ganz, leider. Aber hier auf dem Grill wird der Bacon angebrutzelt. Ein paar Würstchen liegen drauf, damit wir nicht ganz verhungern zwischendurch. Besonders die Alina. Du magst ja Kürbis nicht so ganz. Ja. Deswegen aber ich versuche es zu essen. Ja, also deswegen die Würstchen. Ja. Gut, da esse ich nämlich mit. Ja, so ist es jetzt heute hier am Abend in der Dunkelheit. Unglaublich, Leute, unglaublich. Wir haben jetzt das Teil hier herausgestellt und schwuppdiwupp verbrennt das Feuer so blöd. Naja, aber hier drin die Optik so mit dem Rauch und so, das sieht nicht schlecht aus. Und unsere Spinnen und die großen. Ja. Hat sich das schön gemacht eigentlich, oder? Ja, dann hocken wir nachher hier rein zum Suppe löffeln. Genau. Irgendwie schon. Jo. Wir können eigentlich den Kessel hinhängen und weitermachen. Ein Taschenlampenschein oder ein Fackelschein ist noch geiler. Ja gut, vielleicht ein bisschen runterbrennen jetzt noch. Ich habe ja gut Kohlen unten drin. Und dann geht es nachher gleich weiter. Hey, du Hex, legst schon wieder Holz nach? Ja, ja. Fällt dir das jetzt so besser? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Zwiebeln werden jetzt angebraten. Angeschmort? Ja, angeschmort. Also ich hätte gesagt angeschmort. Ja. Bei Braten ist was anderes. Angeschmort. Ja. Danach kommen die Karotten da rein.
Okay. Den Sellerie. Okay. Ja. Also eins nach dem anderen. Richtig. Wenn wir das nächste reintun, dann holen wir euch wieder dazu. Auf jeden Fall. Ja. Du brauchst nicht auf mich schauen. Schau lieber, dass sämtliche Karotten dann reinbringt. Ja. Gut. Schaut auf mich. Ja, und so geht es mit dem ganzen restlichen Gemüse, oder? Genau. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie die Lichtverhältnisse hier sind ohne Lampe. Steht eigentlich. Ach, du hast. Die Frau mit der Taschenlampe im Mund. Macht es Spaß über einem offenen Feuer? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Beim Püriri-Mix-Start hast du dabei, oder? Okay. Also mehr. Mal ein bisschen Wasser dazu. Ein bisschen Gemüsebrühe. Wenn ich jetzt was frage, dann kommt das wieder. Wie schmeckt die Taschenlampe? Naja. Kürbis. Die zwei Ansatzstellen links, rechts haben wir übrigens vorher noch rausgeschnitten gehabt. Ja. Und jetzt? Und ein bisschen Wasser dazu. Muss ein bisschen kochen. Also Hitzestrahl, das Ding ist schon heftig ab, ja. Ja. Und jetzt ein bisschen köcheln lassen. Richtig. Soll ich noch tiefer hängen oder reicht es so? Nee, es reicht. Okay. Boah, es blubbert. Zu viel, ne? Ne, das ist der Kürbis. Du, das sieht doch aus dem Teller. Ja, boah, ich probieren. Ich hab ein Probiererli gekriegt, Leute. Boah, das halt schmeckt. Schauen wir doch mal. So. Ist ja schon bald der Mitternachtssnack. Es ist heiß. Das Gemüse? Braucht noch ein bisschen. Ja, man könnte es auch gleich durchpürieren. Dann geht es schneller. Aber lecker schmeckt es schon. Yummy. Oh ja, Dinner for two.
So, mein Schatz. Kommt noch ein bisschen Augenschmaus drauf. Augenschmaus? Ja. Ah. Auf beiden. So. Creme fraiche. Gucken wir gleich gerne. Bacon und Waldpilze noch mit oben drauf. Genau. Oh, lecker. Richtig, richtig leckeres. Ja. Kürbissuppe. Genau. Kürbistopf. Ja. Und jetzt mache ich hier mal schnell das große Licht aus. Dann kommt nämlich unser Kürbis so richtig schön zur Geltung. Und wir können sabbern, ohne dass ihr das seht. Aber immer noch heiß. Aber richtig lecker. Jo. Wie, du machst Licht wieder an? Ja. Das war doch jetzt gerade so richtig romanisch. Romanisch. Also die Kürbiscremesuppe ist auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Hast du sehr, sehr gut hingekommen. Ja? Ja. Immer noch ein bisschen Salz rein. Wie gesagt, bin doch ich immer der, wo Salz nimmt. Aber richtig lecker. Doch. Tja, unser Halloween-Video. Definitiv früher als normal. Ja. Aber das hat seine Gründe. Weil gerade über Halloween Manu mit Alina zu ihrer Mama fahren. Zu meiner Mama. Sagen. Zu ja. Meiner Mama, ja. Ja, ist ja kein nichts Schlimmes. Nö. Ja, und deswegen Halloween-Video gleich. Einfach nur lecker. Ja. Aber das heißt nicht, dass mir alleine vielleicht mit Alex oder Iffel oder sonst jemanden nochmal irgendwas einfällt an Halloween. Weil alleine habe ich da keinen Bock. Da muss schon jemand vorbeikommen. Ja. Gut. Was machst du jetzt? Ich bin noch nicht fertig. Achso, wir sind noch nicht fertig? Nein. Nee. Also mein Fazit dazu, absolut lecker. Ja. Was hast du jetzt alles an Gewürze rein? Bisschen Muskatnuss, das Salz. Achso, bisschen Muskatnuss, Salz, bisschen Brühe. Gemüsebrühe. Ja. Ja, ein bisschen Sahne. Und das war's. Ja. Reicht. Geil. Gut, Leute. Wir essen jetzt ganz gemütlich. Lassen noch schön das Feuer runterbrennen. Hocken uns vielleicht noch dazu. Wir räumen dann noch ein bisschen zusammen. Und wenn dann drinnen auch der Ofen aus ist, dann werden wir uns verdrücken hier. Wenn das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben, ein nettes Kommentar, Abo, wir würden uns freuen. Auf jeden Fall. Ja. In dem Sinne, ciao, Ikowski. Tschüss. Bis
zum nächsten Mal.